YouTube, ich bin wieder da! Ja, ich habe euch auch vermisst. Ja, mal schauen, ob ich wieder reinkomme in das Ganze. Und zwar, ich war jetzt 2 Wochen nicht da, ich hatte eine Grippe und jetzt müssen wir schauen, ob wir das alles wieder so hinbringen, wie es früher mal war. Und zwar, wir fangen gleich an, diesmal mit den YouTube-News und ich stelle euch wieder kurz 2 YouTuber vor und eine kurze andere Information. Ja, den ersten YouTuber, was ich euch vorstelle, kommt aus Österreich, ist ein Let's Player, macht ab und zu auch kurze Vlogs. Und zwar, das ist das Grogimon, der Nico. Ja, aber was ist eigentlich los? Es ist wirklich ein perfekter YouTuber für mich. Er macht super Let's Plays, super Kommentare dazu. Er macht seine Vlogs super, er hat super Hintergrundinformationen, hat ein fettes Studio sich eingerichtet, hat eine Kamera, das passende Licht, das passende Mikro, er macht coole Thumbnails. Es passt einfach alles, aber wo sind seine Abonnenten? Es werden einfach nicht mehr. Und warum ist das so? Das würde mich interessieren. Was sagt ihr dazu? Den Link von seinem Kanal blende ich euch unten in der Videobeschreibung ein. Und ja, mich würde freuen, wenn ihr ihn unterstützt, weil es ist wirklich ein sauguter YouTuber, ein sauguter Let's Player. Ja, brandaktuell spielt er zurzeit Banjo-Kazooie, das neue Zelda hat er dabei, dann Super Mario 64. Es sind echt ein paar coole Nintendo-Klassiker und natürlich auch aktuelle Spiele dabei. Ja, er schafft es einfach nicht, die 100 Abonnenten zu knacken. Und obwohl er wirklich verdammt gut ist, also wo sind seine Zuschauer, wo sind seine Abonnenten, wo sind seine Fans? Ich hoffe, durch dieses Video wird er ein paar neue Fans finden, ein paar neue Abonnenten und würde mich freuen. Und ja, Nico, ich hoffe, wir lernen uns bald kennen. Ja, den nächsten YouTuber, was ich euch vorstelle, und zwar das ist Vloggerroom TV. Und wie es im Namen eigentlich schon drinnen steht, er macht Vlogs in seinen Raum. Ja, und da sind verschiedene Sachen dabei, hauptsächlich immer nur Vlogs, aber er macht auch Tech-Videos und was jetzt ganz brandaktuell ist und dazu möchte ich dir nochmal gratulieren, lieber Mario. Und zwar, er ist jetzt Vater geworden und er hat jetzt den Daddy Day. Das heißt, er berichtet ab und zu über ja, die Vorteile, Vater zu sein, wie er das alles gemanagt hat, weil er hat jetzt auch sein Studio oder seinen Vlogger-Room hat er ja übersiedeln müssen aufgrund seines Nachwuchses. Ja, den Link zu seinem Kanal findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt zum letzten Thema rüber. Jawohl, es gibt wieder ein mega super YouTuber-Treffen in Österreich und zwar am 21. Februar ist es soweit. Da gibt es ein Treffen in Wien. Am Stephansplatz ist der Treffpunkt. Genaue Uhrzeit wird noch ausgemacht und zwar, da gibt es eine eigene Facebook-Gruppe. Da wird dann informiert, wann genau die Zeit sein wird, was genau gemacht wird und so weiter. Ja, wir sagen auf jeden Fall Danke an den lieben Joey, der was das organisiert oder auf die Beine gestellt hat. Ja, in Joey seinen Kanal blende ich euch unten in der Videobeschreibung ein. Und zwar, das ist ein Vlogger, der macht richtig coole Sachen. Immer coole Hintergrundinformationen, ein paar lustige, coole Videos hat er immer am Parat. So, das war's jetzt mit den YouTube-News. Ich habe euch wieder 2 YouTuber vorgestellt. Kurze Information zum nächsten YouTuber-Treffen in Österreich. Ihr kennt das eh, links und rechts jeweils ein Video. Die Social Media Links unten in der Videobeschreibung, über einen Daumen, über einen Kommentar und natürlich über ein Abo freue ich mich sehr. Ich werde natürlich wieder alles beantworten, was ihr mir kommentiert. Und ja, darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Papa.